Hallo zusammen, Stefan hier von EDC Austria und das ist Teil 2 des MAEs aus Tschechien. Heute haben wir nur mal die zwei Speisen, die großen, und als erstes machen wir das Schweinefleisch mit Karotten und Kartoffeln. Wie immer mache ich die im flammenlosen Erhitzer. Das heißt, ich starte das jetzt mal nur kurz und dann schauen wir uns an, was wir noch übrig haben. Wer übrigens solche Sachen wie normale MAEs, also nicht Rationen, aber einfach normale MAEs oder flammenlose Erhitzer oder so braucht, ich kaufe das immer im outdoorfoodshop.de. Keine Sorge, ich bekomme kein Geld für das, aber es ist einfach eine gute Firma, wo ich alles kaufe, bis auf die Militärrationen. Die kaufe ich, wo auch immer ich sie gerade herkriege. So, jetzt hätten wir das mal alles drinnen. Das ist auch meine Lieblingsvariante vom flammenlosen Erhitzer hier, weil das so einfach geht und man braucht dann nur das Sackerl, wo das Heating Pad, also das Hitzepad drinnen ist zum Erwärmen, zum Vollfüllen mit Wasser und das ist nicht so kompliziert wie bei den anderen immer. So, und jetzt einfach reinschütten. Zumachen, die Sackeln sind wieder verwendbar und er fängt schon an. Hier kann ich in 10 Minuten wiederkommen. Ich habe noch was vom Grissbread mitgenommen, falls ich da Lust habe, das irgendwie dazu zu tun, zum was ich sage, dieser Gulasch. Und hier haben wir den einzigen Instant Drink, den wir noch haben, und soweit ich das verstanden habe, ist der zu machen mit 1 Liter Wasser. Den habe ich hier. Also schütten wir das mal alles rein. Wie das andere schon, ist das nicht mehr so ganz gut. Also das dürfte irgendwie schweren Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein. So, jetzt haben wir es. Und jetzt kann man hier eine Weile. Nein, es ist bei weitem nicht so schlimm wie das andere vom ersten Teil, weil ihr habt es eh gesehen, das war nur mehr ein Stück übrig. Und hier war es doch ein Pulver. So, kosten wir das mal. Den Instant Drink mit Vitamin C. Ja, schmeckt gut, wesentlich besser als der erste und hat auch nicht diesen seltsamen Nachgeschmack, den ich da hatte. Na okay, dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. So, fertig sollte es sein. Also machen wir mal das Schwierigste immer und versuchen das heil aus der Packung zu kriegen, ohne uns sehr zu verletzen. So, bei denen ist, naja, da ist auch ein bisschen Druck drauf. Schauen wir mal, ob wir das einfach aufmachen können oder ob wir es besser mit dem Messer dann machen. Nein, da ist ein Messer gefragt. Das ist also doch kein Gulasch. Da ist wirklich das Schwein und die Kartoffel getrennt voneinander und auch nicht in einer Soße. Das ist jetzt sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gesehen, weil ich esse eigentlich nicht viel verschiedene Sachen im normalen Leben. Und jetzt durch die Krankheit noch weniger. Aber schauen wir mal. Zuerst mal die Kartoffel, nur so. Ja, schmecken sehr gut nach eben Kartoffel, aber haben auch schon ein bisschen Würze vom Fleisch. So.
So, und hier das Fleisch. Das ist ein wunderbares, zartes Fleisch, das wirklich auf der Zunge fast zergeht. Aber nicht, weil es zu lange drinnen war. Es ist wirklich extrem fein und schmeckt, als käme es von einem guten Teil des Schweines. Also das ist absolut ein sehr qualitativ hochwertiges Essen. Jetzt nehmen wir noch einmal den Löffel kurz, damit wir beides auf einmal leicht raufkriegen. So. Ja, das ist wirklich die perfekte Mischung. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Da kann man jetzt nichts drüber sagen. Das sind 300 Gramm, die reichen wahrscheinlich auch absolut für mich. Und jetzt kommt dann nur mehr das pikante Risotto. Ich hoffe, das war genug Information über die Speise und wir sehen uns sofort wieder. Hallo, willkommen zum letzten Teil unseres Reviews der tschechischen BDB-2-Ration. Zum Trinken haben wir jetzt einen Tee, den werde ich auch gleich reintun, weil natürlich das Fruchtgetränk, der eine Liter, hat die 2 Tage nicht überlebt, die ich gebraucht habe, bis ich wieder was zu mir nehmen konnte. Also sowas wie das hier. Damit meine ich ein pikantes Risotto, weil damit tue ich mir ein bisschen schwer mit solchen Sachen. Und jetzt können wir auch einen der 8 Sackerln Zucker verwenden hier. Ich finde das noch immer super, 8 Sackerln Zucker. Und das hier ist einfach Schwarztee. Wir legen jetzt das rein zum Kochen, also zum Warmmachen, das pikante Risotto. Dann noch später ein Stück Schokolade und dann ganz zum Schluss die Kaugummi. Also mit Extras haben sie es wirklich nicht. Also so wie die Engländer oder die Amerikaner zum Beispiel. Die meisten osteuropäischen Rationen sind wirklich ohne viele Extras. Auch nicht alle, aber manche sind halt wirklich sehr einfach was zum Essen. Kaugummi, Marmelade, aber keine Cracker, keine Süßigkeiten. Aber das ist ja nicht immer schlecht, weil wenn man satt ist, das ist schon mal was sehr Schönes. Und ich habe wirklich schon echten Hunger erlebt, wenn ich nach Operationen 2 Tage nichts essen durfte. Und zwar überhaupt nichts, außer ein paar Schluck Wasser. Wie immer soll das gleich losgehen. Ich halte mal das Mikrofon hin. Ja, der Tee muss jetzt auch noch ziehen. Das heißt, in 10 Minuten machen wir weiter. Bis dann. Okay, die Zeit ist vergangen. Also nehmen wir unser Risotto, puh, das dampft da raus. Okay, das liegt da verkehrt. Ah, das ist immer. Aber mit denen von Adventure Menu geht das um so vieles besser. Die kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, dafür den Outdoor Food Shop, bei dem ich alles bestelle, was in die Richtung geht. Link schreibe ich euch in die Beschreibung. Wie immer mache ich das mit einem Messer auf und da ich diese Woche dieses Mini-Messer reviewen will, mache ich alles, was möglich ist mit der Größe, mit diesem Messer. Okay, da sehe ich jetzt einmal nur Reis bis jetzt, aber das sagt ja noch nichts. Ich würde sagen, dann nehmen wir am besten den Löffel. Okay, das ist ziemlich fest. Ja, schauen wir mal. Da ist Fleisch oder so auch drauf. Also was ist da drinnen? 42,5% Reis, Schweinefleisch,
gekochtes Gemüse, Tomatenpüree, Salz, ja, das Übliche. Aber eben Schweinefleisch ist auch drinnen. Aber apropos Salz, ein bisschen Salz kann nicht schaden. Also nehmen wir das, was wir hier mitbekommen haben. Jetzt sind meine Finger ganz fettig. So, aber es ist wirklich voll bis oben hin. Und es schmeckt fantastisch. Das Schweinefleisch ist ziemlich klein gehackt, aber überhaupt nicht künstlich. Der Reis schmeckt eigentlich sehr natürlich, ohne viel Gewürze. Und das Ganze ist eigentlich auf jeden Fall sehr einfach verträglich. Das ist das Gute an vielen Rationen, dass die eben so konzipiert sind, dass die meisten Leute die ohne Probleme essen können. Und in dem Fall hier ist das absolut wahr, speziell auch bei der ersten, die Kartoffel und Karotten mit Schwein waren. Ja, jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Den Tee müssen wir noch kosten. Ist eigentlich erstaunlich guter Schwarztee. Die meisten, die ich bis jetzt in Rationen hatte, waren zwar stark, aber haben nicht gut geschmeckt. Aber der schmeckt sogar gut. Na gut, dann bleibt uns eigentlich nur mehr der Kaugummi. Und meine Finger sind so fettig, dass ich überhaupt nichts aufkriege. So, schaut ganz normal aus. Ja, ist nicht zu stark. Wirklich sehr gut. Also bei dem MAE für 24 Stunden von der Tschechischen Republik hat wirklich alles gepasst. Ich meine, vielleicht irgendeine Kleinigkeit wie Süßigkeiten oder Cracker oder so wären nicht schlecht gewesen. Aber man hatte das Christbrot und man hatte Marmelade und so weiter. Also es gibt wirklich keinen Grund zu jammern, weil wir hatten auch schon das Gegenteil, wo es irrsinnig viele Zugaben gab, aber die Hauptspeise nicht sinnvoll oder fast ungenießbar war. Also ich werde das dann weiter essen. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Als nächstes kommt wahrscheinlich ein französisches und die sind ja bekannt dafür, dass sie die besten Rationen haben. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt bitte einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr über zukünftige Videos informiert werdet. Das kostet ja nichts und würde mir immens helfen. Danke und tschüss, schönen Tag.